Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Deckprofil zu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Wenn ich ein Deck schon zigmal modifiziert habe und zig Varianten davon gespielt habe, dann ist es das Dunkler Magier-Deck. Und eine sehr simple Variante ist dabei herausgestochen, die auch sehr effektiv ist. Ich habe sie auch mal gespielt auf diesem Kanal, ich habe sie jetzt allerdings noch etwas variiert. Das ist eine Variante, die ich jetzt auch sehr lange gespielt habe. Ich nenne sie trotzdem mal Dunkler Magier Anfänger, weil diese Variante ist sehr simpel, kann aber doch sehr effektiv werden in vielen Situationen. Ich erkläre später die Strategie dahinter. Jetzt gehen wir erstmal auf die Karten ein. Wie gesagt, das ist sehr simpel. Der Vorteil ist, ihr kriegt fast alle Karten davon, wenn ihr dreimal dieses Structure Deck Magie Vortex kauft. Einzelne Karten müsst ihr nur craften. Auf die gehen wir dann auch ein, wenn wir jetzt da durchgehen. Fangen wir mal an mit Dunkler Magier. Den nehmt ihr ganz simpel dreimal. Ist die Hauptkarte, ist die wichtigste Karte. Seelen der Magier erlaubt euch, entweder das dunkle Magiermädchen oder den dunklen Magier vom Friedhof zu rufen, wenn ihr dessen Spezialeffekt hier aktiviert, oder diese Karte als Spezialbeschwörung zu beschwören. Nehmt sie am besten dreimal, ist halt wie gesagt eine Garantie, direkt dunkler Magier und dunkles Magiermädchen aufs Feld zu bekommen. Beide sind in diesem Deck wichtig. Stab des Magiers, den habe ich tatsächlich nur zweimal genommen, einfach aus dem Hintergrund, der kann vom Friedhof zurückkehren. Was einfach sehr wichtig und sehr effektiv ist. Mit dem Stab des Magiers bekommt ihr eine Zauber- oder Fallenkarte eurer Wahl, außer Dunkelheit durchdringen, das ist nochmal die separate, bekommt ihr damit auf die Hand. Sehr effektiv, um sehr schnell auf eine Zauberkarte eurer Wahl zugreifen zu können. Dann, dunkle Magiermädchen, für jeden dunklen Magier oder Magier des schwarzen Chaos in den Friedhöfen 300 Angriffspunkte. Nehmt sie zweimal. Interessanter für dieses Deck ist allerdings nicht die Fähigkeit, sondern die Stufe. Und natürlich ist sie auch hier dran geknüpft. Dann, auszubildende Illusionsmagierin. Die müsst ihr entweder ziehen oder craften, je nachdem. Die nehmt ihr zweimal, die hat einen ziemlich coolen Effekt. Ihr könnt, ich fasse das mal kurz zusammen, ihr könnt eine Karte aus eurer Hand abwerfen und die dann als Spezialbeschwörung aufs Feld rufen. Ganz simpel. Und wenn ihr die als Spezialbeschwörung beschwört, könnt ihr einen dunklen Magier auf die Hand nehmen. Also Spezialbeschwörung oder Normalbeschwörung per Tribut. Wenn ein Magier vom Typ Finsternis, zum Beispiel der dunkle Magier, Stab des Magiers oder dunkles Magiermädchen oder hier die dunklen Magier, Magier des Chaos, Quintett Magier, der hier oder der hier, irgendein Hexer vom Typ mit der Eigenschaft Finsternis in einen Kampf verwickelt ist, könnt ihr die entweder vom Spielfeld oder vom Friedhof, von der Hand auf den Friedhof legen und dann erhält euer Monster, was in dem Kampf ist, 2000 extra Angriffspunkte. Das ist sehr nützlich und das nehmen wir gerne mit. Timaeus. Nehmt den dreimal, weil der ist super leicht aufs Feld zu bekommen und eine sehr essentielle Karte. Gerade wenn es darum geht, den hier aufs Feld zu rufen, den dunklen Magier, der Drachenritter. Nehmt den einfach dreimal, mit dem könnt ihr verschiedene Monster fusionieren. Sei es die hier, sei es die hier, sei es die hier, sei es die hier. Wichtig. Deswegen, ja, nehmt ihn einfach mit. Auch ruhig dreimal, da macht ihr nicht viel verkehrt. Hier scheiden sich so ein bisschen die Geister. Illusion des Chaos. Ich würde euch empfehlen, in diese Anfängervariante jetzt dreimal die Illusion des Chaos mitzunehmen. Weil Illusion des Chaos einfach die coole Eigenschaft hat, ihr könnt euch ein Monster eurer Wahl auf die Hand nehmen. Ihr müsst dafür nur eine andere Karte ins Deck zurückpacken. Das heißt, ihr könnt quasi die Karten tauschen und euch die Hand damit zurechtlegen, wie ihr sie gerade braucht. Das ist sehr effektiv und auch echt underrated, muss ich sagen. Um ihn möglichst schnell auch auf die Hand zu bekommen, nehmt ihn dreimal. Ihr könnt ihn auch selber ins Deck zurückschicken. Das ist so der Vorteil bei dieser Karte. Fast alle spielen ihn zweimal. Ich spiele ihn auch in der neuen Variante, meine ich zweimal. Nehmt ihn für die Variante ruhig dreimal. Wie gesagt, das ist eine sehr simple Anfängervariante. Nehmt ihn da einfach dreimal mit. Da könnt ihr mir vertrauen. Dann, Angriff mit dunkler Magie.
Sehr simple Karte, falls ihr dunkler Magier kontrolliert, zerstört alle und Zauber- und Fallkarten, die euer Gegner kontrolliert. Das ist sehr effektiv, gerade gegen verschiedene Decks, die halt sehr darauf aufgebaut sind, verschiedene Zauber- oder Fallkarten auch auf dem Feld zu haben. Weil manchmal ist es sehr schwer, diese Karten auch zu beschützen. Und dieses Deck besitzt halt Kombos, mit der ihr auch diesen Schutz bis zu einem gewissen Punkt umgehen könnt. Das heißt, damit könnt ihr auch mal gegebenenfalls eine Strategie von eurem Gegner komplett zerfetzen, deswegen nehmt sie einfach zweimal mit ins Deck. Der Field Spell, auch da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Viele sagen, oder fast alle würde ich sogar sagen, zweimal reicht. Für die Anfängervariante nehmt ihr aber am besten dreimal mit. Wie gesagt, es ist ein sehr simples Deck, deswegen habe ich auch wenig verschiedene Karten genommen, um es sehr simpel zu halten. Simple Strategien, mit denen ihr aber trotzdem sehr weit kommt. Rettung des Magiers, ihr könnt eine ewige Seele aufs Feld legen. Und je nachdem, falls ihr einen dunklen Magier oder dunkles Magiermädchen als Spezialbeschwörung oder Normalbeschwörung beschwört, könnt ihr jeweils den anderen davon vom Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Das heißt, angenommen, ihr beschwört ein dunkles Magiermädchen, könnt ihr einen dunklen Magier vom Friedhof holen, bei einem dunklen Magier ein dunkles Magiermädchen. Sehr simpel, sehr effektiv. Genau, dann haben wir den dunklen magischen Kreis, der erlaubt euch halt am Anfang die drei obersten Karten von eurem Deck zu sehen. Und eine davon kannst du dann vorzeigen, die dunkler Magier. Oder eine Zauber- oder Fallkarte, die dunkler Magier erwähnt, könnt ihr damit auf die Hand nehmen. Also ein dunkler Magier oder eine Zauber- oder Fallkarte mit dem Namen dunkler Magier. Wichtig ist, diese Karte hat auch die zweite Eigenschaft, jeweils eine Karte aus dem Spiel zu entfernen, falls ein dunkler Magier als auf dem Feld beschworen wird, als Normal- oder Spezialbeschwörung. Das ist der Hauptaspekt des dunklen Magier-Decks, diesen dunklen magischen Kreis auf dem Feld lange zu behalten und damit viel Schaden anzurichten. Wie ihr den beschützt, erkläre ich euch gleich noch genauer bei den Strategien. Das ist aber wichtig, eine essentielle Karte, die nehmt ihr dreimal mit. Genauso dreimal mit nehmt ihr Dunkelheit durchdringen. Wenn ihr eine oder mehr normale Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschwört, wo der dunkle Magier drunter fällt, dürft ihr eine Karte ziehen. Wenn ein Angriff deklariert wird, an dem ein Monster des Gegners und ein Monster, das du kontrollierst, und ein normales Monster der Stufe 4... Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, weil mir das sonst ein bisschen zu schwierig ist. Unterm Strich könnt ihr damit mit den dunklen Magiern die Angriffskraft eures Gegners absorbieren und die euren Monstern hinzufügen. Das beschreibt grob dieser Effekt. Ich habe es mir dreimal durchgelesen und es ist sehr schwer, diesen Text da zu lesen. Merkt euch einfach, euer dunkler Magier kann mit Hilfe von Dunkelheit durchdringen, die Angriffskraft der gegnerischen Monster absorbieren. Das ist einfach das Einzige, was ihr euch merken müsst. Sehr effektiv, um an Monstern sehr schnell vorbeizukommen, muss ich nicht erklären. Nehmt die am besten dreimal mit. Das hat einfach den Hintergrund, diese Karte könnt ihr mit keiner Karte irgendwie auf die Hand holen. Mit keiner Zauberkarte, mit keiner Illusion des Chaos oder Stab des Magiers. Diese Karte müsst ihr leider ziehen. Deswegen braucht ihr sie einfach dreimal, nur um die Chance zu erhöhen, sie zu ziehen. Diese Karte ist einfach sehr stark. Die nächste, die wir haben, ist Dunkles magisches Erbe. Verbannt zwei Zauberkarten von deinem Friedhof und füge eine Zauber- oder Fallenkarte deiner Hand hinzu, die dunkler Magier oder dunkles Magiermädchen in dem Namen hat. Also in der Beschreibung. Auch da ist einfach wieder der Sinn, schnell auf eine Zauberkarte eurer Wahl zuzugreifen und auf die jeweilige Situation schnell reagieren zu können. Deswegen nehmt auch die zweimal mit. Seelendiener erlaubt euch zu beeinflussen, welche Karte ihr als nächstes zieht. Ihr dürft die oberste Karte bzw. eine Karte auf euer Deck legen, was dunkler Magier oder dunkles Magiermädchen im Text erwähnt, außer halt den Seelendiener. Wenn ihr dann dunklen Magier oder dunkles Magiermädchen auf dem Feld oder auf dem Friedhof habt, je nachdem, wenn ihr nur dunkle Magier habt, eine Karte ziehen oder wenn ihr dunkles Magiermädchen auch habt, zwei Karten ziehen. In dieser Variante. Dürft also damit quasi selbst mit beeinflussen, welche Karte ihr als nächstes zieht, was ich glaube ich nicht erklären muss, ziemlich stark ist.
nehmt die Karte einfach dreimal mit, dann habt ihr dreimal die Gelegenheit, euer Blatt so anzupassen, wie ihr mögt. Dann nehmt auch Geheimnisse der dunklen Magie, einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Fusionsmonster zu beschwören oder halt ein Ritualmonster. Ritual wäre halt das hier. Was kann diese Karte, wenn sie auf dem Feld liegt? Wenn dein Gegner einen Monstereffekt aktiviert, du kannst diese Karte auf die Hand zurückgeben und falls du dies tust, beschwöre einen Magier, dunklen Magier als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof und falls du das tust, annulliere jenen aktivierten Effekt. Damit könnt ihr quasi einen Effekt burnen. Ich benutze die Karte meistens für Fusionsbeschwörung, aber ihr macht auch bei der Ritualbeschwörung nicht sehr viel falsch. Illusion des Chaos ist einfach sowohl auf der Hand als auch auf dem Feld sehr stark, sehr effektiv. Nutzt es, wie es gerade die Situation von euch fordert. Nehmt diese Fusionskarte dreimal. Und jetzt einer der weiteren Hauptakteure. Ewige Seele. Jeder dunkle Magier, jede Karte, die den Namen dunkler Magier hat, wird ab sofort beschützt, bleibt von Karteneffekten unberührt. Allerdings, falls diese Karte doch zerstört wird, verlässt natürlich jedes Monster das Feld, werden alle Monster zerstört. Das ist der Nachteil. Ihr könnt einmal pro Zug einen dunklen Magier als Spezialbeschwörung von der Hand oder dem Friedhof beschwören. Sehr, sehr geil. Oder deiner Hand vom Deck einen Angriff mit dunkler Magie oder 1000 Messer hinzufügen. Auch die Karte nehmt ihr in dieser simplen Variante dreimal. Einfach weil ihr diese Karten schnell braucht. Dann das Extra-Deck. Die ersten Karten müsst ihr nicht craften, die Fusionskarten. Dunkler Magier der Drachenritter, das ist die Hauptkarte, die ihr auf dem Feld haben wollt, weil die beschützt eure ganzen Zauber- und Fallenkarten, gerade die Permanenten. Und der dunkle Magier der Drachenritter wird auf dem Feld zu dunkler Magier, das heißt ewige Seele beschützt wiederum diese Karte. Das ist so das Pendel dabei, gehe ich aber auch gleich nochmal genauer ein. Hier reichen zweimal, warum, erkläre ich gleich. Die nehmt ihr am besten dreimal, die dunklen Magier. Ihr benutzt einfach einen dunklen Magier oder ein dunkles Magiermädchen plus ein Hexermonster als Fusionsmaterial und wenn euer Gegner dann eine Zauber- oder Fallenkarte einmal pro Zug spielt, dürft ihr eine Karte ziehen und falls das eine Zauber- oder Fallenkarte ist, die ihr gezogen habt, dürft ihr die auf das Feld legen. Und wenn diese Karte zerstört wird, dürft ihr sowohl einen dunklen Magier als auch ein dunkles Magiermädchen von irgendwoher beschwören. Hand, Friedhof oder Deck. Sehr simpel, sehr stark. Dreimal gehört sie ins Extra-Deck. Dann haben wir Meister des Chaos. Die Karte gehört zweimal ins Deck. Ihr könnt damit einen dunklen Magier und ein Chaos- oder schwarz glänzender Soldat-Ritualmonster nutzen, um die zu beschwören. Das ist das Fusionsmaterial. Chaos haben wir hier, dunkle Magier haben wir hier. Muss ich nicht erklären, dass die beiden benutzt werden, um den zu rufen. Ihr könnt, wenn diese Karte beschworen wird, könnt ihr automatisch einen dunklen Magier mit als Spezialbeschwörung. So auch gerade das Fusionsmaterial. Ihr könnt, genau, oder halt einen Timaeus, ihr könnt halt ein Licht- oder Finsternismonster beschwören. Ihr könnt, wenn diese Karte auf dem Feld ist, ein Licht- und Finsternismonster als Tribut anbieten, verbanne alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Alle offenen Monster werden sofort aus dem Spiel entfernt, wenn die keine Karte haben, die vor diesem Effekt beschützt. Wenn diese Karte zerstört wird, du kannst einen Zauber in deinem Friedhof wählen, füge ihn deiner Hand hinzu, also irgendeine Zauberkarte eurer Wahl. Nehmt die Karte einfach zweimal. Den Quintett-Magier habe ich einfach so als Puffer genommen, weil er einfach ziemlich stark ist. 5 Magier, wir haben davon genug im Deck. Wir haben sogar 5 unterschiedliche Magier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr könnt auch das Fusionsmaterial noch benutzen hier. Könnt also da sogar den Spezialeffekt benutzen. Wenn ihr dafür unterschiedliche Monster benutzt, nämlich 5 unterschiedliche, könnt ihr automatisch alle Gegner zerstören, alle Karten zerstören, die euer Gegner kontrolliert. Und diese kann nicht als Tribut oder als Fusionsmaterial verwendet werden. Zusätzlich kann sie nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das heißt, diese Karte kann nur im Kampf zerstört werden. Was gegebenenfalls bei einem Monster mit 4500 Angriffspunkten mal eine kleine Herausforderung darstellt. Einmal reicht. Ab hier die Karten müsst ihr leider craften, da kommt ihr nicht drum rum. Ihr braucht Norito, den moralischen Führer, zweimal. Den braucht ihr aber nicht wegen seines Effekts. Okay, gut, ihr könnt auch seinen Effekt nutzen, der ist auch ziemlich stark.
Wenn dein Gegner eine Zauber- oder Falle aktiviert, du kannst ein Material abhängen, annulliert die Aktivierung und zerstört dann die Karte, die aktiviert wurde, zweimal. Hauptaspekt ist allerdings, wenn ihr den habt und zwei Materialien, also die beiden, da drauf habt, könnt ihr damit auch den schwarzen Illusionsmagier rufen und der hat's mal richtig in sich. Wenn ihr ein Fusionsmaterial, ein Exist-Material von ihm abhängt, dürft ihr automatisch von eurer Hand oder von eurem Deck einen normalen dunklen Magier rufen. Wenn ein normales Monster dieser normale dunkle Magier, der gelbe, angreift, dürft ihr mit dessen Effekt ein Monster, eine Karte wählen, die euer Gegner kontrolliert, nicht nur ein Monster, sondern eine Karte, und diese aus dem Spiel verbannen. Zweimal gehört sie ins Deck. Einfach weil sie in mehrererlei Hinsicht sehr, sehr stark ist. Dass die Karte auch nur auf Rare steht, meinetwegen. Dann haben wir noch das große Auge, die Nummer 11. Damit könnt ihr ein Monster, was euer Gegner kontrolliert, darüber bekommt ihr dann die Kontrolle. Das ist eine permanente Kontrolle, die gebt ihr nicht am Ende des Spielzugs zurück. Die Karte kann halt in diesem Spielzug nicht angreifen. Ja, ich habe sie einmal genommen, das reicht. Und dann haben wir den schwarzen Hochmagier. Der, solange diese Karte Material hat, kannst du während des Spielzugs deines Gegners eine Schnellzauber- oder eine Fallenkarte von der Hand aktivieren, indem du bei der Aktivierung ein Material von dieser Karte abhängst. Das heißt, ihr habt eine Falle auf der Hand, ewige Seele zum Beispiel oder irgendeine Zauberkarte, die ihr gerade braucht. Die Karte liegt auf dem Feld, ihr hängt ein Material ab und dürft diese Karte spielen. Falls diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird und falls diese als Exist durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, also durch Kampf oder Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, könnt ihr ein Finsternis-Hexamonster als Spezialbeschwörung von eurer Hand oder eurem Deck beschwören. Dann dürft ihr eine Karte auf dem Feld zerstören. Ratet mal, was wir tonnenweise im Deck haben. Genau, Finsternismonster. Deswegen nehmt ihr auch die zweimal. Das ist das Deckrezept. Was ist die Strategie? Warum ist dieses Deck so simpel? Ganz einfach. Es ist sehr simpel, den hier damit aufs Feld zu bekommen. Und aufgrund der Varianten ist es sehr simpel, die Zauberkarten, aufgrund der anderen Karten, die ihr habt, ist es sehr simpel, die Zauberkarten, die ihr braucht, aufs Feld zu bekommen. Im Idealfall habt ihr nach dem ersten Zug Ewige Seele und den Drachenritter auf dem Feld liegen. Das heißt, den beiden kann schon mal nichts passieren. Und dann kommen die ergänzenden Karten dazu. Dunkler magischer Kreis und Dunkelheit durchdringen. Dann kommt zum Beispiel auch noch die Rettung des Magiers hinzu. Die beiden beschützen sich gegenseitig. Ewige Seele und dunkler Magier, der Drachenritter. Die anderen Karten sind für die Zerstörung zuständig. Das heißt, dunkler magischer Kreis verbannt eine Karte random pro Zug mit dieser Spezialbeschwörung. Ewige Seele hat zum Beispiel auch den Vorteil, deswegen ist diese Karte nur zweimal entdeckt. Mit Ewige Seele könnt ihr nämlich auch den Drachenritter zurückrufen, weil der bleibt mit vom Namen her dunkler Magier. Den könnt ihr also immer zurückrufen. Das ist also die ganze Strategie, die beiden möglichst schnell aufs Feld zu bekommen, was mit dieser Variante auch sehr gut möglich ist. Und die ganze dann mit Dunkelheit durchdringen und dunkler magischer Kreis zu verstärken. Die restlichen Karten sind wie gesagt dafür da, um euch diese Aufgabe A zu vereinfachen und B diese Karten zu verstärken. Über Norito und schwarzer Illusionsmagier kriegt ihr sehr schnell einen schwarzen Magier zum Beispiel aufs Feld. Über den kriegt ihr sehr schnell einen schwarzes Magiermädchen aufs Feld. Über den könnt ihr euch aussuchen, welches Monster ihr jetzt haben wollt. Ich empfehle euch mit dem zum Beispiel immer den Stab des Magiers oder Seelen des Magiers auf dem Feld zu rufen. Oder wenn ihr sie gerade braucht, Timaeus, weil ihr vielleicht schon einen dunklen Magier auf der Hand habt. Damit mit Stab des Magiers könnt ihr eine random Zauberkarte. Da würde ich euch zum Beispiel auch den Tipp geben, fangt nicht mit dunkler magischer Kreis, sondern fangt mit Rettung des Magiers an, wenn ihr da auch sehr schnell die Möglichkeit habt, Timaeus zu rufen oder halt nur den dunklen Magier. Es gibt zig Möglichkeiten, die essentiellen Karten, den Drachenritter, die ewige Seele und diese vier Karten dadurch aufs Feld zu bekommen. Am einfachsten ist, wie gesagt, dunkler magischer Kreis, ewige Seele und dunkler Magier, der Drachenritter.
Aufgrund der Variante, wie sich die Karten beschützen, ist es nahezu ziemlich schwierig, die zu knacken. Ja, in einem Stream von mir sind die auch geknackt worden. Der müsste auch auf YouTube sein. Aber unterm Strich ist das halt sehr, sehr schwer, weil diese Karte kann fast nur durch Kampf besiegt werden. Was halt auch jetzt bei 3000 Punkten erstmal nicht so schwierig wird, aber halt auch durch Dunkelheit durchdringen ganz wieder anders aussehen wird. Außerdem könnt ihr das Monster, was halt den Drachenritter zerstören würde, auch mit ewiger Seele und dunkler magischer Kreis verbannen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, es ist sehr simpel, mit dieser Variante essentielle Karten aufs Feld zu bekommen. Ich habe es getestet, es ist sehr simpel. Ich bin damit auch die Goldränge aufgestiegen. Jetzt habe ich natürlich für Platin auch dank der Hilfe von Zuschauern noch ein komplexeres Deck. Danke für die Tipps, ich bin für sowas immer dankbar, gebe aber auch gerne Tipps weiter. Probiert euch wie gesagt damit aus, das ist so die Anfängervariante, mit der ihr auch schnell Fuß fassen könnt und erste Siege einfahren werdet. Und wie gesagt, jetzt seid ihr dran, probiert euch aus. Viel Spaß dabei, das Wochenende steht vor der Tür. Zockt das ganze Wochenende von mir aus damit durch. Baut es euch zusammen und dann wünsche ich euch viel Spaß und ein gutes Wochenende damit. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich hoffe, ich konnte auch den Anfängern ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, das ist eine Anfängervariante. Deswegen ist das, wie gesagt, da so mein Anliegen, dass auch Anfänger da schnell einsteigen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.